Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie und warum überschreiten Objekte ihre Kulturkreise? Welche wechselnden Funktionen erfüllen sie bei dieser Migrationsbewegung? Und wie muss eine historische Kunstwissenschaft arbeiten, die sich gerade für die Überschreitung von Grenzen interessiert? Diese Fragen stehen im Zentrum der wegweisenden wissenschaftlichen Studien und Projekte von Isabel Dolezalek, die seit 2019 als Juniorprofessorin für Kunstgeschichte an der Universität Greifswald forscht und lehrt. Ihre als Dissertation entstandene Untersuchung mit dem Titel Arabic Script on Christian Kings eröffnet grundlegend neue Einsichten in die politischen, religiösen und kulturellen Beziehungsgefüge eines Mittelalters, das sich weder in nationalen Kategorien noch in Einteilungen wie Ost und West begreifen lässt. Aufgedeckt wird vielmehr ein komplexes Gewebe von Beziehungen, die nicht an den Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen, tradierter Forschungsgebiete oder gar kulturpolitischer Rubriken Halt machen. Frau Dolezalek öffnet in ihrer Dissertation die Augen für die transkulturelle Verflechtungsgeschichte über einen auf den ersten Blick vielleicht nebensächlichen Aspekt, die arabischen Schriftzeichen auf den Gewändern des sizilischen Hofs. Über welche Handelswege und Kulturbahnen aber sind diese Zeichen dorthin gelangt? Wer verfügt über die sprachlichen, aber auch über die handwerklichen Kompetenzen, um diesen anspruchsvollen Schmuck anzubringen? Und welche Funktion übernehmen diese Zeugnisse einer islamischen Kultur in einem ostentativ-christlichen Kontext? Solche Fragen lassen sich nur mit einem interdisziplinären, methodenübergreifenden Zugriff beantworten. Und genau dies gelingt Frau Dolezalek in glänzender Weise. Sie untersucht die Migration der Inschriftenkunst von den industriellen Grundlagen bis hin zu den Fragen der höfischen Performance und deren vielfältigen Bedeutungsdimensionen. Auf diese Weise entschlüsselt sie in einer raffinierten Gedankenbewegung die komplexen Machtkonstellationen, in denen der sizilische Hof angesichts päpstlicher Hegemonieansprüche auch zeremoniell um seine Eigenständigkeit gerungen hat. Die Dissertation wurde 2015 mit dem Nachwuchspreis des Medievistenverbandes ausgezeichnet und 2018 mit dem Book Prize des International Center of Medieval Art. In ähnlicher Weise grenzerweiternd und grenzüberschreitend wirken auch die weiteren Studien und Forschungsprojekte von Frau Dolezalek. Und dies gilt nicht nur für den Zuschnitt der Forschungsobjekte, sondern auch für die institutionellen Kooperationen und für die vorbildliche Verbindung der wissenschaftlichen Praktiken von Forschung und Lehre. In innovativen Seminarkonzepten verbindet sie die Arbeit an der Universität und an Museen, um daraus das Beste für die Forschung wie für zeitgemäße Präsentations- und Vermittlungskonzepte zu gewinnen. Aktuell forscht Frau Dolezalek wiederum in engster Verbindung von universitärer Forschung und musealer Vermittlungsarbeit in einem vom BMBF geförderten Transferprojekt über Wikingergold, Schatzfunde als translokales Erbe im Ostseeraum. Souverän grenzüberschreitend verlief schließlich auch die wissenschaftliche Laufbahn von Frau Dolezalek. Der Weg führte vom französischen Abitur über den Studienbeginn in Florenz, den BA an der University of London, den MA am Warburg-Institut, ebenfalls London, und einen weiteren Masterabschluss an der Université Lyon 2 an die Freie Universität und anschließend an die Technische Universität in Berlin. 2019 wurde sie als Mitglied der Jungen Akademie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sowie der Nationalen Akademie der Leopoldina berufen. Mit Frau Dolezalek würdigen wir eine Forscherin mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis, die ihr Fach zur Globalkunstgeschichte des Mittelalters erweitert und als führende Vertreterin einer neuen Generation von Kunsthistorikerinnen Maßstäbe gesetzt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu.